In Anna Karenina formulierte der russische Schriftsteller Leo Tolstoi den Sinnspruch, dass alle glücklichen Familien einander gleichen würden, jede unglückliche Familie jedoch auf ihre eigene Art unglücklich sei. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten, wenn man über Völker spricht. Manchmal liegen Glück und Unglück in der Familie nah beieinander. Während man mit dem nächsten Bruder auf Kriegsfuß steht, versteht man sich prächtig mit dem entfernten Verwandten. Auf die Frage, warum die Russen 2024 für ihren Präsidenten stimmten, heißt es oft: Wir müssen stark sein, für uns, für die Weißrussen und für die Serben. Bei dem ersten Volk geht es in Ordnung, das ist der liebe, brave Bruder. Aber was hat es mit den Serben auf sich? Sie sind doch geografisch weit von den Russen entfernt. Da scheint aber der Sympathie für dieses Volk keinen Abbruch zu tun, auch wenn die Russen ihr Herz anfänglich den anderen Balkanslawen, den Bulgaren, schenkten. Im russisch-osmanischen Krieg 1877-78 ließen schließlich 155.000 russische Soldaten und damals 10-mal mehr als Bulgaren ihr Leben für die Freiheit des brüderlichen Volkes, was später einen bitteren Beigeschmack hatte. Schließlich schlugen sich die Bulgaren in den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts auf die Seite der Deutschen und lieferten 1916 bei Monastir und Dobrić sogar heftige Gefechte mit russischen Truppen. Nicht so aber bei den Serben. Viele Russen fühlen sich sogar schuldig, wenn sie sagen: Wir mussten hilflos zusehen, wie die NATO Bomben auf unsere serbischen Brüder abwirft. So schwach dürfen wir nie mehr sein. Nun ja, was die Deutschen betrifft, sprachen und handelten sie in der Tat oft antiserbisch. Serbien muss in die Knie gezwungen werden. So forderte der Außenminister Klaus Kinkel 1992 harte Sanktionen, als Belgrad im zerborstenen Vielvölkerstaat Jugoslawien die Krise um Bosnien auflodern ließ. Draufschlagen lautete auch das Motto von Kaiser Wilhelm II., als nach den tödlichen Schüssen serbischer Nationalisten auf den österreichischen Thronfolger 1914 das Pulverfass Balkan hochging. Mit den Serben muss aufgeräumt werden, und zwar bald, ermutigte er den Habsburger Monarchen. Gemeinsamer Wunsch war es, Serbien muss sterben. Die Folgen sind bekannt. Zwar hatte schon Fürst Bismarck das aufschäumende, unwirsche Wesen der Serben moniert, aber der eiserne Kanzler suchte sich immer aus den Händeln der Stämme da unten herauszuhalten. Der Balkan ist mir nicht die gesunden Knochen eines einzigen pommerschen Grenadiers wert. Doch im 20. Jahrhundert, so jedenfalls sehen es viele Serben, waren die Deutschen dreimal die Hintermänner des Verbrechens gegen ihr Land. Zunächst in den beiden Weltkriegen, und eine üble Laune der Geschichte ließ später wiederum die Deutschen die Feder führen, als dem Vielvölkerstaat in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts der Totenschein ausgestellt wurde. Mit dem Bonner Vorpreschen bei der Anerkennung Sloweniens und Kroatiens endete der serbische Versuch, Jugoslawien zusammenzuhalten. Für uns Serben endet dieser Balkankrieg in einer Katastrophe, ahnte der Romancier Dobrica Čosić noch vor der Zuspitzung des Konflikts. Und ihr Deutschen tragt mit die Schuld daran. Umso größer ist vor diesem Hintergrund die Russenfreundlichkeit der Serben. Den Umfragen der in Belgrad ansässigen Nichtregierungsorganisation CIRTA zufolge fühlen sich 2/3 der Serben Russland nah. Diese Einstellung spiegelt sich auch in der Sprache wider. Nicht von ungefähr gibt es solche Sprichwörter wie: Im Himmel ist Gott, auf Erden ist Russland. Oder: Mit Russen sind wir 300 Millionen, ohne Russen nur ein halber Lastwagen. Sogar die serbische Flagge ähnelt der russischen. Und nicht nur die serbische. Die estnische Polizei wollte zum Beispiel 2023 slowakische Touristen verhaften, da sie ihre Strickmützen in weiß-blau-roter Farbe der slowakischen Fahne für ein Bekenntnis zu Russland hielt. Diese Farben sind nämlich seit dem panslawischen Kongress von 1848 zu einem verbindenden Element einiger slawischer Staaten geworden. So wie das skandinavische Kreuz bei Finnland, Island, Norwegen, Schweden und Dänemark. Wer sind denn nun diese Serben, die, wie es scheint, innerhalb Europas fremdeln und die Nähe zum russischen Verwandten suchen? Mit welchen Völkern sind sie verwandt? Wo kamen sie her? Darüber und vieles mehr werde ich euch im heutigen Video erzählen. Das Ethnonym der Serben ist in Deutschland nicht fremd. Die Ortschaften Tscherben, Serbitz, Zerben, Serber, Sirbis, Serbitz, Altscherbitz oder Zerbst zeugen von seiner über 1000 Jahre währenden Präsenz. Weiterhin ist der Name in verschiedenen Variationen
als deutscher oder sorbischer Familienname greifbar, so zum Beispiel als Serbe, Serbar, Sorbe, Sarb, Sirb oder Zerbe. Der Wortstamm Sirb lässt sich nach Konstantin Jiriczek in den slawischen Sprachen wiederfinden, wie zum Beispiel im polnischen Pasirb, der Halbbruder oder Stiefsohn, dem slowenischen Pasarbok mit der gleichen Bedeutung oder im ukrainischen Prisarbiti sich anschließen. In den ersten beiden Fällen folgert Jiriczek, dass Sirb oder Sirbica bzw. Serbok einst für Bruder und Schwester oder Sohn, Tochter und Kind gestanden hat. Einige Slawisten führen den Wortstamm Sirb auf den gleichen Ursprung wie die russische Wortwurzel Rib in Ribjonok, dem Kind, zurück. Aus diesem indoeuropäischen Wortursprung solle auch das deutsche Wort Erben stammen. Eine interessante Version bietet auch Heinz Schuster-Schäfts an, der meint, dass Sirb Verwandter, Verbündeter oder zum selben Stamm gehörender bedeutete. Pavel Josef Schafarek gibt dagegen diesem Wort eine andere Bedeutung, nämlich säen, gebären und produzieren. Und es gibt andere Versionen, zum Beispiel über die Abstammung von der kaukasischen Wortwurzel zer, Mann oder Mensch, oder vom altslawischen Wort serb für Sichel. Vermutlich hätten die Serben sich Sichler genannt, weil sie ein ackerbautreibendes Volk waren. Andere Forscher wiederum behaupten, serb bedeute Schwert. Da die stammesverwandten Sarmaten einen Säbel göttlich verehrt hätten, so habe dieser Name keine friedliche Bedeutung, sondern bezeichne sie als Säbelverehrer, also als ein kriegerisches Volk. Eventuell könnte Serbe auch mit dem russischen Sorbat und dem lateinischen Sorbere, beides in der Bedeutung schlürfen, verwandt sein. Ebenfalls gab es im Altslawischen die Wortwurzel ser, was trennen bedeutet. Gemäß dieser Version wurden die Serben so genannt, nachdem sie sich von anderen Slawen trennten. Zuletzt ist auch die iranische Version nicht von der Hand zu weisen. Danach würde sich Serbe von serf bewachen bilden. In den iranischen Sprachen verwandelt sich das anfängliche S in ein H, sodass aus derselben Wurzel das altiranische Haurevata, der Viehhirte, entstehen konnte, von dem auch das Ethnonym der Kroate abstammt. Übrigens, einige kroatische Forscher behaupten sogar, dass das Ethnonym Serben vom lateinischen Wort Servus Sklave abstammt. Und demnach wären die Kroaten keine Slawen, sondern die Nachfahren der germanischen Goten, die irgendwann zu einer slawischen Sprache wechselten, um sich mit serbischen Sklaven besser zu verständigen. Die Geschichte der südslawischen Völker und ihrer Sprachen verlief größtenteils voneinander getrennt, aufgrund der über 500 Jahre dauernden unterschiedlichen Zugehörigkeit des Großteils der Serben zum Osmanischen Reich und der Mehrheit der Kroaten zu den Habsburgern. Sowohl bei den Kroaten als auch bei den Serben entwickelten sich schriftsprachliche Varietäten auf der Grundlage des stokawischen Dialekts. Gleichzeitig existierten bei den Kroaten auch schriftsprachliche Formen des kaikavischen und des tschakavischen, während bei den Serben bis zur Neuzeit das Kirchenslawische als Schriftsprache verwendet wurde. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts setzte sich durch den russischen Einfluss auf die Slawen des Osmanischen Reiches bei den Serben die russische Form des Kirchenslawischen durch, neben die für weltliche Texte eine serbisch-russisch-kirchenslawische Mischsprache trat, die als slawino-serbisch bezeichnet wurde. Im 19. Jahrhundert verfolgte die illyrische Bewegung im habsburgischen Kroatien das Ziel, auf der Grundlage des stokawischen eine einheitliche Schriftsprache für alle Südslawen zu entwickeln. Gleichzeitig waren auch die Serben bestrebt, das kirchenslawische als Schriftsprache durch die stokawische Volkssprache zu ersetzen. Christian Voss von der Humboldt-Universität in Berlin sagt: Als Geburtsstunde einer gemeinsamen Sprache würde ich das Wiener Sprachenabkommen von 1850 beurteilen. Als sich serbische, kroatische und auch zwei slowenische Intellektuelle und Schriftsteller in einem Wiener Café trafen und eine Erklärung aufgesetzt haben, dass sie sich als ein gemeinsames Volk deklarieren, das eine gemeinsame Sprache brauche. Das Programm war, eine einheitliche Schriftsprache zu schaffen. Das Interessante ist, dass dies tatsächlich funktioniert hat. Und diese, so legt es die Wiener Versammlung fest, sollte Serbo-Kroatisch genannt werden. Die Vorstellung, dass Sprache zu einem verbindenden Faktor werden könnte, galt insbesondere für das sozialistische Jugoslawien. 1954 unterzeichneten serbische und kroatische Linguisten ein Abkommen.
Das Novi Sad-Abkommen ist ein neues Bekenntnis zur gemeinsamen Sprache, die aber plurizentrisch verstanden wird, indem man sagt, es dürfen unterschiedliche Dialektformen verwendet werden. Es werden gemeinsame Projekte geplant, wie ein gemeinsames großes Wörterbuch und anderes. Der einheitliche Geist war jedoch nicht von Dauer. In den 1960er Jahren entstand in Kroatien eine Bewegung, die auf mehr Eigenständigkeit gegenüber dem Gesamtstaat pochte. Und hier kommt dann 1967 eine Deklaration aus Zagreb, die einerseits im Zusammenhang steht mit den Studentenunruhen 1968 und andererseits ist es nicht nur ein Ruf nach mehr Demokratie und Dezentralisierung, sondern auch Nationalismus. Die kroatische Elite bekennt sich zu ihrem Wunsch, die Sprache nicht mehr serbo-kroatisch zu nennen, sondern nur noch kroatisch, sagt Christian Voss. Die Anführer der Bewegung wurden inhaftiert. Die Sprache jedoch blieb das Feld, auf dem in Jugoslawien weiter um Fragen der nationalen Identität geschritten wurde. Mit dem Zerfall von Jugoslawien ab 1991 verschwand auch die Sprache serbo-kroatisch. Es gibt mehrere Theorien über den Ursprung der Serben. Eine der populärsten stützt sich auf den antiken Autor Ptolemäus. Der erwähnte im 2. Jahrhundert mit Serboi einen Stamm im asiatischen Sarmatien, der am Unterlauf der Wolga und im Nordkaukasus siedelte. Die Sarmaten waren eine Konföderation mehrerer Stämme von iranischen Reitervölkern. Die Sprache der Sarmaten gehörte zur nordostiranischen oder mitteliranischen Gruppe der indoeuropäischen Sprachfamilie und wird in abgewandelter Form immer noch von Osseten im Kaukasus verwendet. Im 4. Jahrhundert zogen die Serboi unter dem Ansturm der Hunnen nach Mitteleuropa, wo sie sich in Weißserbien niederließen, einem Gebiet, das im heutigen Ostdeutschland und Westpolen lag. Und warum überhaupt Weißserbien? Es heißt, dass die Slawen ihre eigene Farbzuordnung für die Himmelsrichtungen hätten. Weiß für den Westen, schwarz für den Norden und rot für den Süden. Somit wären die Weißserben die westlichen Serben. Wie dem auch sei, sie vermischten sich mit den örtlichen Slawen und wurden, so wie auch andere Stammesverbände, wie die Sevaci, Dragoviti und die Duljebi, zu einem Teil des im Osten Europas lebenden Verbandes slawischer Stämme. Und ihre räumliche Verteilung im Anschluss an die Migration von Osteuropa nach Süden ist aber nur ungefähr bekannt. Die Sevaci lebten zwischen der Donau und dem Balkangebirge, die Dragoviti im ägäischen Hinterland in Makedonien und Thrakien. Die Kroaten in der Ebene östlich der Alpen und die Weißserben waren ihre Nachbarn weiter im Osten. Im 7. Jahrhundert wanderten sie nach Süden. Die vor Ort gebliebenen Weißserben bildeten ein neues Volk, die Sorben. Die weitergezogenen Weißserben ließen sich auf dem Gebiet des heutigen Südserbiens, Mazedoniens, Montenegros, Dalmatiens, Bosniens und Herzegowina nieder. Und dort vermischten sie sich mit lokalen Stämmen, den Illyrern, Kelten, Thraken und etwas später mit den Griechen. Die wichtigsten männlichen Haplogruppen der Serben sind I2a, R1a, E1b1b. Das I2a repräsentiert die Urvölker der Illyrer, Thraker und Daker. Man geht davon aus, dass I in der Zeit vor der indoeuropäischen Invasion, vor 5000 Jahren, für die Mehrheit der europäischen Bevölkerung typisch war. R1a erreichte ihre höchste Konzentration in Europa bei den West- und Ostslawen. Außerhalb Europas, bei den Kirgisen und Tadschiken. Warum ist das so? Die Antwort liegt auf der Hand. Vor 24.000 Jahren in den Weiten der Kältesteppe Zentralasiens war R1a nur auf wenige Völker beschränkt, die sich mit der Zeit untereinander vermischten. Mammut- und Bisonjäger wanderten weiter und verbreiteten R1a über ganz Eurasien. Die dritte, häufigste Haplogruppe der Serben, E1b1b, kommt zumeist unter Äthiopiern, Somaliern, den Einwohnern Eritreas und bei nordafrikanischen Berbern und Arabern vor. Da sie bei der neolithischen Bevölkerung Europas gar nicht gefunden wurde und nur für die Küstenbewohner typisch ist, wird ihre Verbreitung im Mittelmeerraum mit den Wanderungen der Phönizier in Verbindung gebracht. Die wichtigsten mütterlichen Haplogruppen sind H und U5. Eine Reihe unabhängiger Studien hat gezeigt, dass H vor 30.000 Jahren in Westasien entstand und vor 20.000 bis 25.000 Jahren nach Europa kam und sich rasch im Südwesten des Kontinents ausbreitete. Während der letzten Eiszeit vor 20.000 bis 13.000 Jahren
starben die meisten paläolithischen Einwohner Nord- und Mitteleuropas aus. Die Träger der Haplogruppe H überlebten im größeren Umfang nur im Norden Spaniens. Von dort aus besiedelten sie später den Rest Europas. Die Haplogruppe U5 entstand vor 30.000 Jahren. Aus unbekannten Gründen überlebten ihre Träger die letzte Eiszeit erfolgreicher als andere Haplogruppen. Da Mitochondrien für die Energieproduktion verantwortlich sind, könnten Mutationen in der mitochondrialen DNA, die für die U5-Untergruppen charakteristisch sind, einen Überlebensvorteil während der kältesten Jahrtausende verschafft haben. Heute ist die Haplogruppe U5 in ganz Europa mit einer durchschnittlichen Häufigkeit von 5-12% verbreitet. Die Völker, die den Serben über ihre väterliche genetische Linie am nächsten stehen, sind die Kroaten mit einer Übereinstimmung zu 85%, ebenso die Rumänen. Dahinter die Montenegriner, Bosniaken, Bulgaren, Ungarn, Slowaken und Albaner. Und die Völker, mit denen die Serben mütterlicherseits am meisten verwandt sind, sind die Bosniaken mit fast 90% und dahinter die Kroaten, Slowaken, Mazedonier, Bulgaren, Rumänen, Ungarn und Albaner. Was ihr Aussehen betrifft, so gehören die meisten Serben, ohne die Migranten der letzten Jahrhunderte zu berücksichtigen, nach dem Anthropologen Nikolai Cheputsarov zum balkanisch-kaukasischen Typ, am häufigsten in den Gebirgsregionen Serbiens anzutreffen, und weiterhin sind die folgenden Typen verbreitet: der zentraleuropäische in der Region Vojvodina, der weißmeerbaltische im Nordosten Serbiens, der indomediterrane im Südosten und der atlantisch-baltische Typ im Westen Serbiens. Der Genpool der Serben ist fast identisch mit dem Genpool der Nachbarvölker. Wenn Sie mir die DNA von einer Person geben würden und ich müsste Ihnen sagen, ob diese Person ein Kroate oder ein Serbe ist, dann wäre das äußerst schwierig. Kroaten, Serben und andere sind kulturelle Begriffe. Sie spiegeln keine Differenzierung in ihrer demografisch-genetischen Geschichte wider. So sagt der Archäogenetiker Inigo Olalde, einer der Autoren der Studie »Eine genetische Geschichte des Balkans von der römischen Grenze bis zur slawischen Migration«. Wichtige demografische Ereignisse, die zur Bildung heutiger Balkanvölker beitrügen, fanden nämlich bereits um das Jahrtausend statt. Die Migrationsströme können über die DNA nachvollzogen werden. Zwischen 250 und 550 kamen Menschen aus Mittel- und Nordeuropa und aus der pontischen Steppe nach Südosteuropa. Die Analyse zeigt auch, dass es während der Zeit der römischen Kontrolle vor allem einen großen demografischen Beitrag von Menschen anatolischer Abstammung gab. Das Erbgut dieser Eisen- und Bronzezeitmenschen sei mit 22%, jenes der westanatolischen Vorfahren mit 23%, bei der heutigen Bevölkerung zu finden, so Olalde. Eine besondere Überraschung ist, dass es keine Hinweise auf einen genetischen Einfluss von Migranten italischer Abstammung auf dem Balkan gibt. Während der Kaiserzeit erkennen wir einen Zustrom von anatolischer Abstammung auf dem Balkan und nicht den von Populationen, die von den Menschen Italiens abstammen, so Olalde. Diese Anatolier wurden intensiv in die lokale Gesellschaft integriert. In der archäologischen Stätte Viminatium in Serbien gibt es einen reichen Sarkophag, in dem wir einen Mann lokaler Abstammung und eine Frau anatolischer Abstammung gemeinsam begraben finden. Die Forscher entdeckten auch Fälle von sporadischer Langstreckenmobilität aus entfernteren Regionen. Zum Beispiel einen Jugendlichen aus dem 2. Jahrhundert, dessen genetische Signatur im Sudan liegt. Die Studie identifizierte auch Individuen mit gemischter Abstammung aus Nordeuropa und der pontischen Steppe auf dem Balkan ab dem 3. Jahrhundert, lange bevor die endgültige Kontrolle des römischen Imperiums zusammenbrach. Anthropologische Analysen ihrer Schädel zeigten, dass einige von ihnen künstlich deformiert wurden. Diese Sitte ist für einige Populationen der Steppen, einschließlich der Hunnen, typisch. Die Grenzen des Römischen Reiches unterschieden sich von den Grenzen der heutigen Nationalstaaten. Die Donau diente als geografische und militärische Grenze des Reiches. Sie fungierte jedoch auch als entscheidender Kommunikationskorridor, der für die Bewegung von Menschen durchlässig war, die vom Reichtum Roms in seiner Grenzzone angezogen wurden, meint Michael McCormick von der Harvard University. Das Römische Reich verlor im 6. Jahrhundert dauerhaft die Kontrolle über den Balkan.
Anschließend erfolgte die groß angelegte Ankunft von Individuen im Balkan, die genetisch den modernen slawischsprachigen Bevölkerungen Osteuropas ähnlich waren. Wie im angelsächsischen England wurden die Bevölkerungsveränderungen von Sprachwechseln begleitet. Die Etablierung slawischer Populationen auf dem Balkan war im Norden am größten, mit einem genetischen Beitrag von 50-60% im heutigen Serbien. Sie nahm allmählich nach Süden ab, mit 30-40% in Griechenland auf dem Festland und bis zu 20% auf den Ägäischen Inseln. Die größte genetische Auswirkung der slawischen Migration ist nicht nur bei den heutigen slawischsprachigen Bevölkerungen auf dem Balkan sichtbar, sondern auch an Orten, die heute keine slawischen Sprachen sprechen, wie Rumänien und Griechenland. So sagt David Reich von der Harvard University. Die vergleichende Analyse der Daten zeigte auch, dass die Genome der Kroaten und Serben eine gemeinsame Herkunft mit ähnlichen Anteilen an slawischer und lokalischer balkanischer Abstammung widerspiegeln. Das Bild, das sich ergibt, zeigt keine Spaltung, sondern eine gemeinsame Geschichte. Die Menschen der Eisenzeit im gesamten Balkan waren ähnlich von Migrationen während der Zeit des Römischen Reiches betroffen und von slawischen Migrationen später. Gemeinsam führten diese Einflüsse zum genetischen Profil des modernen Balkans, unabhängig von nationalen Grenzen, fügt Miodrag Grbic von der University of Western Ontario hinzu. Es gibt keine genetische Basis für Unterschiede zwischen den Volksgruppen, betont auch Naros Pojskic von der Universität Sarajevo. Ende des 19. Jahrhunderts versuchte der Österreicher Augustin Weisbach mit Kopfvermessungen herauszufinden, ob es einen Unterschied zwischen orthodoxen, katholischen oder muslimischen Bosniern gäbe. Natürlich fand er keinen.